Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister haben bei den Weltmeisterschaften in Park City die Erfolgsgeschichte der deutschen Snowboarder fortgeschrieben und die Medaillen Nummer 4 und 5 gewonnen. Einen Tag nach dem Triumph ihrer Teamkollegin Selina Jörg im Parallelriesenslalom sicherten sich Hofmeister und Baumeister jeweils Bronze im Parallelslalom. Jörg schied als Qualifikationsschnellste nach einem Sturz im Viertelfinale aus. Die Olympiadritte Hofmeister setzte sich in einem dramatischen, kleinen Finale trotz eines Sturzes gegen die Russin Maria Walowa durch und feierte bei ihrer zweiten WM-Teilnahme ihre erste Podiumsplatzierung. Der Titel ging an Julie Zock, Schweiz, vor Anna-Marie Dansche, Ukraine. Baumeister krönte seinen erfolgreichen Auftritt mit einer weiteren Bronzemedaille. Im Duell um den dritten Platz behielt der 25-Jährige aus Eisingpeng gegen Dimitri Sasson-Baev, Russland, die Oberhand. Der Titel ging an den Russen Dmitri Lokanov, der bereits am Vortag triumphiert hatte. Die 22-jährige Hofmeister kämpfte sich trotz Fahrfehlern im Achtel- und Viertelfinale in die Runde der letzten vier, stürzte dann aber im Halbfinalduell mit Dansche und konnte den Rückstand anders als in den Runden zuvor nicht mehr aufholen. Auch im Kampf um Edelmetall verlor Hofmeister erneut das Gleichgewicht, siegte aber am Ende dank eines Fehlers von Walowa. Die dritte deutsche Starterin Cheyenne Loch scheiterte im Achtelfinale. Damit hat Snowboard Germany die selbst gesteckten Ziele mit 5-mal Edelmetall binnen 4 Tagen bereits weit übertroffen. Der Verband war mit einer Vorgabe von 3 Medaillen in die WM gestartet. Am Sonntag hatten die Snowboard-Crosser Paul Berg und Hanna Irgioha im erstmals ausgetragenen Mixed-Wettbewerb Bronze geholt und damit den Bann gebrochen. Nach Gold von Jörg holte Baumeister am Montag im Parallelriesenslalom ebenfalls Bronze.